Welche Farben hast du schon? Weiß ich gerade nicht. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Ich werde doch jetzt nur noch einmal ablaufen und dann werde dann gucken, ob ich alles habe oder nicht. Dass das Ding hier irgendwie anders farbig ist, ist weird. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass... Oh, ich weiß, wo der letzte ist. Ich glaube es zumindest. Ich weiß, dass da oben eine Ecke war, wo ich nicht lang kam, weil ich durch ein Gitter durch musste. Aber da sollte ich jetzt durch können. Ja, der blaue hier fehlt mir. Okay. Das sollte ja kein Problem sein, weil ich jetzt durch die Gitter durchkomme. Plopp. Juwelen im Keller komplett. Okay, es sind also Juwelen. Gute Sache. Aber gut zu wissen, dass ich im Grunde genommen... Beziehungsweise, wie war... Du hast das Spiel gespielt, Nathalie, oder? Kriege ich doch großartig Fähigkeiten oder habe ich basically so gut wie alles? Wenn ich nämlich so gut wie alles habe, werde ich jetzt hier wahrscheinlich mehr erkunden gehen zuerst mal. Aber ich muss gerade eh erkunden, von daher. Ich fand nämlich so ein paar Ecken ein, die interessant wären. Ich habe fast alles, okay. Thanks. Yo, yo, danke. Was hab bei Luigi? Ja, was denn sonst? Ich meine, ich hatte mir vorgenommen, im November mehr zu streamen, besonders weil hier ja eh gefühlt 10.000 Games rauskommen. Und die hatte ich dann alle abgeschossen für Money. Und... Weiß ich nicht, auf DHL-Simulator hatte ich jetzt nicht so die Lust. Besonders DHL-Simulator macht halt jeder, von daher. Achso, ich kann euch ja noch blödeln. Kennst du TNT-Lieferdienst? TNT kenne ich nicht, nein. Du streamst nicht mehr auf Twitch. Warum nicht? Ich meine, ich verstehe, wenn Leute eine Plattform wechseln wollen, weil Twitch ist halt schon, ich sag mal, relativ, wie soll ich sagen, saturated, voll. Macht halt in der Theorie Sinn, irgendwo anders hinzugehen. Das hier ist irgendwas, da gucke ich gleich nach. Jetzt erstmal alles wegsaugen. Ja, das sind die Dinger, die ich irgendwo hinschießen kann. Ich weiß halt nicht, was das da ist. Money.
Das ist nachvollziehbar. Das ist nachvollziehbar. Du machst basically. Du boykottierst im Grunde genommen Twitch. Ja, was heißt boykottierst, aber. Ne, dir gefällt was nicht, dann wechselst du halt die Plattform. Okay. Crazy, basically wie ich mit meinem LOL Fuck Blizzard. Hab ich hier alles? Ich hab das Gefühl, ich hab hier irgendwo was vergessen. Ich meine, das Ding habe ich eingesammelt gehabt, ne? Ja. Yep. Ich meine, den da habe ich noch nicht eingesammelt, aber ich vermute. Ne, das ist wie immer, okay. Ich meine, ich kann den doch mit in die zweite Etage nehmen, oder? Kann ich. Oh, warte mal, kann ich damit vielleicht. Das Schild da wegbomben? Nice, das erlaubt mir den Weg nach da, aber da will ich gerade noch nicht hin. Ich will es erstmal. Hierhin, weil hier war das mit dem Teppich. Das hatte ich ja schon rausgefunden. Na komm. So. Gucken wir mal, wo das mich hinbringt. Nice. Ich meine, das Trollproblem wirst du früher oder später überall haben. Das ist halt einfach nur auf Twitch encountert man es einfach mehr, weil es ist halt einfach die größere Userbase. So. Wie komme ich denn? Ich meine, das da sieht auf jeden Fall links aus, als ob da noch irgendwie. Das sieht halt aus, als ob man da raus könnte. Also so hier. Obwohl, den Raum habe ich eh schon clear, ne? Yeah, das war der Raum. Auf besagter anderer Plattform gar nicht. Welche besagte andere Plattform? Habe ich eine Message übersehen? Ich meine, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Ich meine, wenn man streamen will und maybe irgendwas dabei rumkommen will, ist die nächste gescheite Wahrscheinlichkeit, die man nimmt, wahrscheinlich Mixer. Ich meine, ich weiß, dass Facebook sein Gaming-Shit pusht, aber. No. Dinge, die ich nicht verstehe. Oh, das ist der Weg hier, okay. Das da ist der Raum. Was ist hier drin? Twitch ist ein bisschen mehr toxisch. Also ich weiß nicht, Twitch ist nicht so toxisch wie LOL, von daher. Burn, ja. Ich konnte ihn mir nicht verkneifen. Immer wenn ich toxisch lese, muss ich an LOL denken. Es ist halt extrem ridiculous, wie sehr
die LoL-Community dieses Wort einfach geprägt hat. Ich denke an Overwatch, fuck Overwatch. Ich finde nicht mal mehr so schlimm heutzutage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe literally seit Jahrhunderten nicht mehr gespielt. Ich meine, ja, ich habe ab und zu den LoL-Client an, aber dann spiele ich halt TFT. Weil TFT ja immer noch keinen eigenen Client hat. Solltest du mal wieder, na... I'm done with MOBAs. I'm really done. Spooky. Auch kein Lothar mehr, nope. Kein Dota, kein gar nichts MOBA-technisch. Ich mach jetzt wieder bei FF an, aber keine Leute zum Spielen. Das ist halt ungewöhnlich, weil dann sicher mal extrem viele wieder angefangen mit dem Nearpatch. Aber FF ist halt immer so eine Sache. Leute kommen und gehen halt in dem Spiel extrem viel. Dann habe ich irgendwas, was ich vielleicht auf diese Dartscheibe werfen kann. Warum gucke ich eigentlich nach? Ich kann eigentlich einfach das hier machen. Dann müsste ich die Items ja auch kriegen. Ist der Pempel gerade da durchgeflogen? Das ist nicht Pömpeln. Frage ist, was ist es dann? Und da ist ein Schwert. Das Schwert irgendwie aus der Hand ziehen und da reinrammen. Hier ist überall Wand. Magst du mir das Schwert geben? Oh, die wackeln auf jeden Fall. Haha! Ich mit meinen doofen Ideen, ne? Bup. Nice. Dein Main Game ist Fortnite. Ich bin nie in Fortnite reingekommen. Ich weiß nicht warum. Ich hab's irgendwie einmal probiert und es war halt so. Weil du zu alt bist. Inwiefern zu alt? Für Battle Royals an sich? Weil ich habe kein Problem mit Apex. Und ich habe auch kein Problem mit dem Theme von Fortnite, aber ich finde einfach, dass Fortnite vollkommen anfängerunzugänglich ist. Leute mögen den Bauaspekt nicht, weil der anders ist. Okay. Nur so weird. Ich bring's dir gern bei. Wenn ich im Moment ein Battle Royale spielen will, schmeiße ich Apex an und gut ist, aber das ist halt auch eher selten. Ich weiß nicht, ob ich im Moment die Dedication für
und sowas hätte. Wow, Sabbel. Ich schwöre, wie jede Frau, die hier reinkommt und mich kennt, erstmal meint, also dass du mal aufräumst, ne? Ich schwöre, ist das irgendwie ein Theme? Durch alle abgesprochen? Wird das nicht okay? Wow. Komm her. Ist der Wahnsinn, ey. Hauptsache den armen Neomobben. Wie geht's dir, Sabbel? Du wirst immer gemobbt. True. Da ist actually was dran. Nach der rechten OP. Da haben die schon während den Schand neu gelegt oder verlegt oder was auch immer. Ne? Das da sieht halt weird aus. Uff. Kann ich die Tür vielleicht einreißen mit dem Pömpel? Ah. Selbst das Klo machst du sauber, ja. Siehst du mal. So, ich glaube, mehr ist hier nicht. Zeit für Guiji. Ja, ich will den Guiji nennen. Ich nenne nicht Fluigi. Seitdem mein Badezimmer renoviert worden ist, beziehungsweise ich endlich ein neues Klo gekriegt habe, nachdem das alte ja einfach irgendwann kaputt gegangen ist, weil die Schüssel kaputt gebrochen ist, ist das durchaus möglich. Es wird immer noch irgendwas gegen das Waschbecken tun, aber hey. Isabel, meine Schüssel ist actually beim Putzen kaputt gegangen. Warum möchte ich ein Schwert hier drin haben? Die Schüssel hat ein einfaches Schrubben der Bürste nicht mehr ausgehalten. Mir ist hier nicht als Rob. Wonach hier? Sophie lebt im Ausland. Warum sage ich schon wieder Sophie? Ich schwöre. Wenn ihr Leute verwirren wollt, ja? Heißt ihr ML Natalie und nennt euch im Internet Sophie. Sodass niemand mehr irgendwann mit Namen klarkommt. Das ist einfach, ich schwöre, das ist immer noch super Brainfuck für mich. Ich weiß nicht warum. Achso, das war der Raum, wo ich so nicht reingekommen bin. Meine Mitbewohner können's. Deine Mitbewohner sind scheiße. Ich nenne sie Huhu. Huhu ist auch gut. Das ist einfach so. Oh, was ist das?
Okay, wenn das auf der Seite geht, geht das auf der anderen Seite auch. Upp. Das heißt, ich stehe hier. Weiß ich, ob Sabel noch irgendwen kennt. Ob Sabel hatte in letzter Zeit genug eigenen Shit. So französisch. Weiß nicht warum. Schwupp. Also wenn das hier kein Kochboss ist, ne? Dann weiß ich auch nicht mehr. Aber noch gehen wir nicht in die Küche. Ja. Wow, du kannst damit dich jetzt smashen. Interessant. Jetzt wollen wir den französischen Part stehen. Oh, der Käse ist nicht wegschlürfbar. Warum ist Käse nicht wegschlürfbar? Das ist merkwürdig. Es ist kein Magic-Käse. Was weiß ich? Aber dann müsste das ja auch nicht wegschlürfbar sein. Nachdenken? Es gibt ganz viele Optionen. Ich vermute, das hat was mit dem Boss zu tun, der wahrscheinlich hinter dieser Tür wartet. Das riecht alles nach Boss hier. Käse ist uninteressant. Fun Fact: Bisher, muss ich gestehen, hat sich in dem Spiel grundsätzlich Neugier ausgelohnt. Also besonders auch so Kram wie mit dem Käse da. Ich sehe da oben ein Guiji-Rohr. Ist nur die Frage, wo der Zugang dafür ist. Hier unten. Death Stranding kostet 55 Pfund. Ja, Death Stranding ist Vollpreis. Genauso wie Overwatch 2. Das ist der beste Joke aller Zeiten, ey. So. Dich kann man auch nicht missbrauchen hier. Da kann ich ja nicht rein, hä? Wobei, ich habe noch eine Idee mit dem Käse. Vielleicht brauchen wir einfach die doppelte Saugkraft für den Käse. Dip.
Nicht? Wait a second. Da ist ein fucking Mäuseloch. Da passiert nichts. Beim Reinpusten. Und dann saugen wir da doch mal mit zwei Mann dran. Saugen ändert auch nichts. Kann ich... Ich kann die Duftkram da nicht beeinflussen, oder? Ich sollte vielleicht erstmal den rechten Raum erkunden. Vielleicht ist das ein Event, was ich später erst trigger. Weil ich wüsste gerade echt nicht, was ich jetzt noch nicht gemacht habe mit dem Ganzen. Ich höre halt ab und zu, wenn du dir hier vorstellst, wie so Teile. Oh. Wait a second. Wenn ich offscreen stehe und wieder dahin gehe. Liegen da keine neuen Käsekrümel rum? Gucken wir uns später mal an. Weißt du, wenn ich so meine Küche aufräumen dürfte, wäre die auch dauerhaft blitzeblank. Aber sowas von. Ich meine, hier easy. Fucking gekocht für 50 Leute? Gar kein Problem. Snappt das irgendwo? Bisher nicht. Jetzt wird es dann aber auch kein Geschirr mehr. Ja, das wäre nicht mein Problem. Also doch schon, aber Geschirr wird eh überbewertet. Newcom vorbei. Nein, warum? Hä? Am besten soll ich dann auch noch Pizza und Bier mitbringen, oder was? Oh nein. Wait, what? Okay. Wirklich? What is happening hier? Kann ich dich grillen hier drüber? Nicht? Ja, das war auch gerade meine Idee, den Fisch zu braten, aber irgendwie sind die Flammen aus. Moment, kann ich die Flammen wieder anmachen? Oh.
Dein Kopf ist abgefallen. Nom nom nom. Das war auch mal ein Fisch, oder? Das war ein Hähnchen. Hast du den Boss schon mal gemacht? Nope. Das Hähnchen bleibt heil, wenn man es ablegt. Das ist interessant. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung von dem Kram. Wait. Okay, dann räumen wir hier das Regal noch ab. Du willst nicht runterkommen, hä? Huh? Okay. Ich vergesse, eine der beiden Türen ist es. Ich kann hiermit interagieren. Okay. Oh. Cool.